Hallöchen Leute, willkommen zurück zu Final Fantasy V. Gillhöhle. Ja. Sie ist hat und Gerlef. Dann bin ich wohl der letzte verbleibende Krieger der Morgendämmerung. Welche Ironie des Schicksals. Dass ausgerechnet der älteste und schwächste von uns noch am Leben ist.
So, wir sind zu Exdev Schloss. Das befindet sich genau hier. Exif ist gerade hier durchgerauscht. Wir waren völlig machtlos gegen ihn. Warum treffen die? Ich dachte, wir wären blind. Bartz, du warst so. Ach, warte mal. Ferris ist blind. Wollte noch irgendwie eine Runde oder so? Was ist denn los mit euch? Bartz! Ich will nämlich Schwarzmagier auf Stufe 6 bringen, damit wir das nämlich auch auf Maximum halt eben haben. Dass sie quasi dann auch jede Schwarzmagie benutzen kann, die wir dann noch bekommen werden. Und danach mache ich eigentlich Beschwörer weiter. Ist zumindest der Plan. Ey, nett schon wieder, ne? Okay, dafür verbrauche ich gerne mal MP. Naja, die Augenkropfen kommen gerade tatsächlich gut. Leute. Okay, was war das? Ich glaube, da wurde gerade jemand Erzengel einsetzen, hat nicht ganz funktioniert. Das ist keine Heilquelle. I guess not. Okay. Zeitmagie hatte ich, ne?
Ich glaube, ja. Ja, Schwarzmagie hat keiner. Sehr ausgerüstet. Ach so. Eine Sackgasse, was? Krele, was hast du vor? Hier drin ist nichts. Lasst euch nicht täuschen. Das ist alles eine von Xtef geschaffene Illusion. Was, bist du sicher? Opa, gib mir die nötige Kraft. Ich verstehe. Gerlef ist also auch gefallen. Dorgon, Xesat und Gerlef sind alle den letzten Weg der Sterblichen gegangen. Und ich fürchte, mir bleibt auch nicht mehr viel Zeit. Lord Kelga. Schon bald werde ich die letzte Ruhe antreten. Wer ist da? Gerlef. Gerlef, bist du das? Was sagst du, Krele und die anderen sind? Gerlef. Ich hab Zeug geklickt auf Versehen. Herr Dallaher, leiten mir eure Kraft. Lord Kelga. Lass uns Xtef Illusion ein Ende bereiten. Das ist mein letzter Wille. Mein letzter Wunsch und Wille. Mein letzter Befehl. Schickt alle eure Kräfte zu Xtef Schloss. Lord Kelga. Ich sehe Opa und einen Wolfsmenschen. Das muss Kelga sein. Ihre Kräfte, sie wirken zusammen. Ih, was ist das? Ih, pulsiert da irgendwas? Bah, was ist das denn? Ach, hier geht's weiter. Ah. Okay, geil. Yeah.
Man kann mir auch nicht erzählen, dass Bartz der underlevelste von denen ist. Wie kann das denn sein? Wie ist das passiert? Oh, hell, was ist das? Ja, bringt euch viel, ne? Leute, was macht ihr? Warte, ist das Haut? Ist es Mensch? Mal, guck mal, das sieht nämlich aus wie Zähne. Ist das Menschenhaut? Sieht ein bisschen danach aus, ne? Das wäre tatsächlich ziemlich ironisch, wenn man mal so überlegt, weil Eggstaff ist ja ein Baum. Ich kann es nicht oft genug sagen, wie dumm das ist. Und wir Menschen bauen ja unsere Häuser aus Holz. Und jetzt baut der sein Schloss aus Menschenfleisch. Das ist tatsächlich Menschenhaut, nicht Menschenfleisch. Das wäre tatsächlich eine ziemlich krasse Idee. Für ein SNES-Spiel vor allem. Aber gut. Warum nicht? Oh ja, du musst es auch noch an dir selber reflektieren, bevor du es auf uns einsetzt, oder? Weil du so ganz krass bist. Warum lebt die denn noch? Das ist nicht sehr nett. Ja, ich möchte sie mal auf Beschwörer Stufe 6 bringen. Da ist eine Kiste. Wie kommen wir da hin? Wie kommen wir da hin? Ach du, wir haben Zeit. Okay, ich glaube, jemand muss kurz die Fähigkeit. Na, wer kann das denn? Du kannst es, ne? Ha? Huh? Hilft mir jetzt aber trotzdem nicht weiter. Das mal. Ach, man kann da rein. In der tollen Bogen. Thank you.
Alter. Nein, nicht wieder da rein, ey. Das ist unfassbar. Ja gut, warte mal. Ja. Yeah. Okay, das Haas hat sich absolut nicht gelohnt. Hä? What? Alles klar? Ja, oh, Junge. Das ist ein Scheiß. Hä? Ah, okay. Ah, okay. Na gut. Okay, gut, Leute, ich würde sagen, machen wir im nächsten Mal weiter bei Final Fantasy 5 und bis dann. Ciao.